Ja, nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe die große Freude, Sie heute zu dieser Diskussionsrunde begrüßen zu dürfen zum Thema Wettbewerbsfähigkeit als Motor für die Transformation im Kontext der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie. Mein Name ist Alexander Kronimus, ich bin Geschäftsführer bei Plastics Europe Deutschland und nochmal herzlich willkommen. Vielen Dank an unsere Panelisten, die den Weg heute, den langen Weg zum Teil hierher gefunden haben. Wir haben diese hochkarätigen Experten hier versammeln können, die aus ihren unterschiedlichen Perspektiven ihre Sichtweisen für die Voraussetzungen für eine wettbewerbsfähige Transformation hin zu einer Kreislaufwirtschaft uns geben werden. Die Damen heute nicht, aber die Herren sind Ihnen sicherlich weitgehend bekannt. Ich möchte es mir aber nicht nehmen lassen, Sie vorzustellen. Ich möchte beginnen mit Dr. Ralf Düssel von Evonik, dort Head of Sustainability und Senior Vice President, hat einige berufliche Stationen durchlaufen. Ab 2018 war er Leiter des globalen Geschäfts für High Performance Materials weltweit. Er hatte vorherige vielfältige berufliche Stationen, unter anderem die Standortleitung für die Degussa Waterford in den USA. Und Ralf ist auch Vorstandsvorsitzer von Plastics Europe Deutschland. Dankeschön. Wir haben Dr. Peter Cicok als Gast hier. Peter ist promovierter Chemiker mit Schwerpunkt Polymerchemie und ist Director for R&D bei Open Innovation bei Procter & Gamble. Mhm. Peter durchlief erfolgreich verschiedene Positionen in seiner Vergangenheit in Forschung und Entwicklung von Pflegeprodukten, zuletzt in der Entwicklung und Kommerzialisierung von Superabsorbern. Und Peter ist Vorsitzender des Kuratoriums vom Fraunhofer Institut für Mikrotechnik und Mikrosysteme in Mainz. Ich darf weitermachen mit Alexander Felsch, hier auf der rechten Seite. Er ist Geschäftsführer und Leiter Wirtschafts- und Umweltpolitik beim Verband Unternehmer in NRW Düsseldorf und koordiniert dort seit vielen Jahren die Interessen wichtiger Wirtschaftsverbände, vor allem aus der Grundstoffindustrie und aus dem verarbeitenden Gewerbe. Alexander vertritt auch in NRW den BDI. Und er hat ausgiebige landes- und kommunalpolitische Erfahrung, beispielsweise als wissenschaftlicher Referent in der CDU-Landtagsfraktion, einer der vergangenen beruflichen Stationen. Wir haben Christian Hündgen ganz rechts außen. Er ist Geschäftsführer, CEO der gleichnamigen Hündgen Entsorgungs GmbH und Co. KG. Er hält ein Bachelor of Science von der Universität Wien. Und das Unternehmen Hündgen Entsorgung ist seit seiner Gründung 1949 eine Spezialistin, eine überregionale Expertin geworden im Bereich Logistik, Sortierdienstleistungen und den Recycling von Wertstoffen aus Abfallgemischen. Jens Katze, hier in der Mitte, ist CEO der MOCOM Compounds GmbH und Co. KG seit 2021. Das ist ein Unternehmen in der Otto-Kran-Gruppe. Er hat langjährige verschiedene berufliche leitende Positionen durchlaufen, zum Beispiel auch bei Covestro, hat dort viel strategische Erfahrung gewonnen und ist ein großer Kenner des weltweiten und des europäischen Kunststoffmarktes. Mhm. Last but not least in der Runde, Professor Dr. Manfred Renner, seines Zeichens Institutsleiter des Fraunhofer Clusters of Excellence Circular Plastics Economy und Vertreter der Fraunhofer Gesellschaft in der Transformationsallianz des Bundeskanzlers. Manfred Renner ist promovierter Maschinenbauingenieur und spezialisiert auf Verfahrenstechnik und Materialentwicklung, die Kreislaufwirtschaft vorantreibt, und für seine wissenschaftlichen Leistungen ist er vielfach ausgezeichnet worden, so zum Beispiel zweimal mit dem European Innovation Award und dem Innovationspreis von Nordrhein-Westfalen im Jahr 2024. Einen ganz herzlichen Applaus für unsere Panelisten. Bevor wir nun in die Diskussion einsteigen, möchte ich kurz einleiten zum Thema, um was geht es heute. Wir wissen alle, wo wir ein Unternehmen sind, wir haben eine hohe Kostenbelastung zu tragen, zum Beispiel die Energiepreise. Das sind nicht nur die Marktbestandteile des Energiepreises, sondern auch die Netzentgelte sind zuletzt stark angestiegen. Wir haben weiterhin eine schwache Konjunktur, das führt zu einer schwachen Nachfrage, zur schwierigen Auftragslage. Ich kann jetzt von den Kunststofferzeugern sagen, wo ich zu Hause bin in der Branche. Wir haben 20% weniger Produktion im Vergleich zum Zeitraum vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Also 20% Produktionsrückgang in den wenigen Jahren. Das führt letztendlich die schwache Nachfrage zu geringen Erzeugerpreisen der Kunststoffhersteller. Und die wirken sich wiederum dann auch
auf eine schwache Nachfrage nach Rezyklaten aus. Die Anlagen sowohl im Recycling als auch in der Produktion sind derzeit gering ausgelastet in dieser Konjunktur. Das ist eine klare Folge. Zugleich haben aber Bürokratie und Berichtspflichten zugenommen, was die Unternehmen zusätzlich belastet. Und die Genehmigungsverfahren für neue Investitionen nehmen nach wie vor lange Zeiträume in Anspruch. Jetzt haben wir natürlich den Entwurf der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie vorliegen und die gibt aus Sicht des Bundesumweltministeriums Impulse, wie wir die Ziele hier in Deutschland zum Green Deal erfüllen können. Wir sehen aber aus der Einleitung, und wir werden sicherlich noch einiges hören von unseren Diskutanten, dass unter den genannten Bedingungen, das heißt die hohen Preise, schwache Nachfrage, schlechte Konjunktur, einfach die zirkuläre Produktion nochmals teurer sein wird als die lineare. Also wir haben eine wirtschaftliche Hemmschwelle, um von der Linearität zur Zirkularität zu kommen. Und was noch hinzukommt, ist, dass die europäische Kunststoffindustrie sukzessive Marktanteile an den asiatischen Wirtschaftsraum verliert. Also die Produktion verlagert sich von Europa nach Asien zunehmend und das führt dazu, dass dann die Kunststoffmengen, die unter den Schirm des Green Deal fallen, immer weniger werden global. Also dieser Anteil von klimaregulierten Kunststoffen wird immer geringer. Und das ist jetzt die spannende Frage für uns heute. Wie machen wir die hiesige Kunststoffnutzung unter diesen schweren Bedingungen dann zirkulärer und zugleich wettbewerbsfähig? Wir steigen jetzt gerne in die Diskussion ein und ich darf mich an Alexander Felsch wenden mit der ersten Frage. Wie empfinden deine Unternehmen, die bei dir organisiert sind, die derzeitige Stimmung in der Mitgliedschaft, wie empfinden die so die Stimmung? Wie schätzen die Unternehmen die Perspektive für die zukünftige Situation ein und für zukünftige Investitionen am Standort? Und dabei bitte berücksichtigen, NRW ist ja ein besonderer Standort. Wir haben dort viel Industrie, wir haben dort schon viel Kreislaufwirtschaft. Also wie sieht es in den Investitionen in Nordrhein-Westfalen aus und kann vielleicht Nordrhein-Westfalen auch ein Vorbild sein für den Bund? Danke, Alexander, für die Frage. Fangen wir mal mit der Lage an. Du hast das gerade beispielhaft für die Kunststoffindustrie dargelegt und ich muss leider sagen, dass es mit Blick über die Branchen, die ich betreuen darf, insgesamt das Bild momentan sehr schlecht ist. Wir sind nicht in einer konjunkturellen Delle, wir sind absolut in einer Strukturkrise. Wir sehen, dass in vielen Bereichen durch die Grundstoffindustrien über das verarbeitende Gewerbe bis in die industrienahen Dienstleistungen der Umsatz deutlich rückläufig ist, die Auftragslage auch nicht gut aussieht und gemessen daran die Beschäftigungsentwicklung auch schwach negativ ist, aber nicht in dem Sinne, wie das bisher bei Umsatz und Aufträgen der Fall ist. Ich kann das ganz aktuell von heute Morgen, wir saßen mit den Geschäftsführern der 19 Branchen, die ich betreuen darf, zusammen mitbringen. Es gibt momentan der Netzausbau, das ist so, also Stromleitung, da gibt es die Hoffnung, dass es im nächsten Jahr vorangeht, einfach weil viele Genehmigungsverfahren an ein Ende kommen. Die dauern lange, aber irgendwann ist auch das längste rum. Die haben Hoffnung, dass sie viel bauen können und die Produktion dann auch anläuft, aber in allen anderen Bereichen, also auch in so Bereichen wie Automatisierung, die in den letzten Jahren eine extrem gute Konjunktur hatten, oder denken wir an die Küchenindustrie. So, all diese Bereiche, denen fehlt momentan auch die Fantasie, wo das Wachstum herkommen soll. Die Energiepreise haben sich zwar wieder beruhigt, aber schauen wir mal auf den Vergleich zu unseren wichtigsten Wettbewerbern, so müssen wir feststellen, dass die Wettbewerbsfähigkeit, sei es im nahen Ausland zu Frankreich oder Polen, aber insbesondere auch zu den USA und zum asiatischen Markt fehlt. Daraus abgeleitet ist es bei Investitionen momentan wie folgt. Es herrscht eine große Verunsicherung, weil die Rahmenbedingungen nicht klar sind und deswegen investiert man nicht in die Zukunft. Allen ist abstrakt klar, was Transformation heißt. Man hat auch eine Ahnung, auch bis in den Mittelstand rein, was es für einen konkret bedeutet, was man eigentlich jetzt für ein neues Produktionsverfahren bräuchte. Aber konkret weiß man nicht, wann der Wasserstoff aufs Grundstück kommt und zu welchen Kosten. Also lässt man es bleiben. Welche Investitionen werden jetzt gemacht? No-Regret-Maßnahmen oder das, was ich eben einfach machen muss,
damit ich die bestehende konventionelle Anlage noch ein bisschen länger laufen lassen kann, in der Hoffnung, dass sich die Lage wieder bessert. Also von daher muss ich momentan, ja, es ist so ein bisschen, die Lage ist wie das Wetter heute, ja. Viel Regen, zwischendurch wird es mal, das Grau hält kurz auf und dann geht es mit dem Regen weiter. Leider keine bessere Botschaft. Und auf Nordrhein-Westfalen bezogen, wir sind das Land der vollständigen Wertschöpfungsketten. Wir haben die Grundstoffindustrien mit Evonik, mit der Stahlindustrie, Papier, Glas. Wir haben das verarbeitende Gewerbe und die industrienahen Dienstleistungen. Und unsere größte Sorge ist, wenn es am Anfang wegbricht, weil wir da nicht wettbewerbsfähig sind, dass der Rest auch im Feuer steht. So, das ist nach vorne raus unsere Sorge. Es macht überhaupt keinen Sinn, politisch zwischen guter und schlechter Industrie zu entscheiden, sondern wir brauchen für Industrie insgesamt gute Rahmenbedingungen. Ganz lieben Dank. Also Investitionen, wenn ich es mal richtig verstanden habe, das, was man tun muss, aber der große Wurf in die Kreislaufwirtschaft, da ist zu viel Unsicherheit da. Genau, in die nächste Anlagengeneration nicht, weil man nicht weiß, ob sich das jemals wieder einspielt. Oder wenn man in mehreren Standorten aufgestellt ist, spielt es sich woanders garantiert schneller ein nach heutiger Analyse. Und dann macht man eben das, was sein muss oder was sich ganz kurzfristig wieder reinspielt. Dankeschön. Nächste Frage an Manfred Renner. Manfred, wir hören aus der Industrie, Investitionslaune ist in die Kreislaufwirtschaft nicht richtig da. Also man will eigentlich investieren, ist verunsichert. Also man bräuchte eigentlich irgendein Zugpferd oder irgendeine Sicherheit, die einem sagt, ja, die Investition in die Kreislaufwirtschaft wird sich auszahlen. Jetzt haben wir aber die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie bzw. der Entwurf und die hat doch recht knackige, ambitionierte Ziele. Ist aus deiner Sicht hier die Ökonomie und Ökologie in den Zielsitzungen ausgeglichen in der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie? Greift das ineinander? Gibt es da vielleicht im besten Fall Synergien dafür? Und gibt es vielleicht auch Maßnahmenvorschläge, wo du sagen würdest, die würde ich jetzt aus meiner Sicht nicht begehen? Das ist natürlich ein sehr großes und komplexes Thema. Ich sage mal, dass die Investitionsbereitschaft, wir sehen es ja bei vielen Mittelständlern, Großunternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, momentan sehr zurückhaltend ist, genauso wie gerade beschrieben, kann ich absolut bestätigen. Ich glaube vor allen Dingen die Anlaufphase, also nichts von denen oder die großen Linien in Richtung Zirkularität sind ja nicht damit begründet, dass ich ökonomische Vorteile schnell heben kann, sondern dass ich muss es wollen. Wie an ganz vielen Stellen, wie die Nutzung von Wasserstoff. Es ist eine Entscheidung, die man gehen sollte auch an vielen Stellen, gerade wenn man Richtung Klimawandel und all dem, was damit zusammenhängt, argumentiert. Aber die ökonomische Sinnhaftigkeit muss halt angeregt werden durch Malussysteme, Bonussysteme oder Sonstiges. So, dementsprechend ist es natürlich so, dass die wirklich ökonomische Tragfähigkeit sich vor allen Dingen halt dann zeigt, wenn ich in einer gewissen Skalierung bin, also wenn ich wirklich skaliert habe, europaweit oder teilweise global. In der Phase bis dahin muss ich es halt unterstützen, wie auch immer die Sache aussieht. Dann kommt man natürlich ganz schnell in die Frage, und wer unterstützt das? Ja, natürlich muss das aus Steuergeldern kommen. Und dann ist die Frage wiederum, legitimiert die Gesellschaft den Willen der Transformation und mit welchen Atem wird auch daran festgehalten? Und dementsprechend kann ich halt nur aus technologischer Sicht sagen, wenn die Skalierung da ist und wenn wir die europäische Skalierung haben, wird vieles ökonomisch sinnvoller, was sich im Status quo halt nicht ökonomisch darstellen lässt. Und das ist die große Aufgabenstellung und die Frage, wie überwinden wir dieses Valley, was wir gerade haben. Ich will es nicht Valley of Death nennen, aber es ist schon ein Valley of ökonomischer, der Beantwortung der Frage, wie können wir es ökonomisch überhaupt aufstellen. Ja, Valley of Uncertainty kann man es eigentlich nennen, genau. Die Unsicherheit. Vielleicht, da du gefragt hattest, wie es um die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie, ich sehe es als absolutes Basispapier. Es sind relativ konkrete Ziele an manchen Stellen schon definiert. Der Weg dahin, der muss halt erst noch in Roadmaps beschrieben werden. Das finde ich in der Strategie so noch nicht wieder. Also wir müssen das Unsicherheitstal überwinden. Wir brauchen da Anreize. Ich habe einmal das Wort Wasserstoff gehört. Könnte eine Triebfeder sein, dass man schnell eine Infrastruktur schafft, zum Beispiel mit Wasserstoff.
Also dass der Bedarf nicht die Infrastruktur anzieht, sondern dass wir eine Infrastruktur da haben und ein Investor Sicherheit haben kann, dass der Wasserstoff auf den Hof kommt. Wäre das eine Möglichkeit? Ja, wir sind halt wieder in dem ganz entscheidenden Thema Zeiträume. Wir hatten es gerade auch schon absolut richtig gehört. Also die Verlässlichkeit von Rahmenbedingungen auf der anderen Seite, aber natürlich auch der Frage, wer finanziert und baut die Infrastruktur letztendlich auf, die zwingend notwendig ist, inklusive natürlich der Beantwortung der Frage, transportiere ich den Wasserstoff dahin, wo unsere Industrie ist, oder entscheidet die Industrie dieses Globus, produziere ich da, wo der Wasserstoff hergestellt wird? Das ist auch noch ein vollkommen offenes Rennen, so will ich es bezeichnen. Ich komme gerade aus Hongkong zurück und die Ambitionen sowohl Chinas wie auch Indiens, Australien als Wasserstoffproduzent, aber auch als Nutzer sind riesengroß. Die Ressourcen liegen oft in den Ländern, in denen der Wasserstoff auch hergestellt wird. Dementsprechend hoffe ich sehr, dass wir ein entscheidender Teil dieser Strategie werden und den Industriestandort Deutschland erhalten, wie wir ihn haben, weil unser Wohlstand resultiert aus dem Industriestandort. Und ich wüsste nicht genau, was wir anderes tun sollten, außer weiterhin stark zu sein in dem, was wir die letzten Jahrzehnte aufgebaut haben. Sonst wird es mit der Finanzierbarkeit aus der Gesellschaft halt auch gar kein Thema mehr sein, weil die Gesellschaft es nicht mehr finanzieren kann. Das möchte ich unbedingt verhindern mit all dem, was die Fraunhofer Gesellschaft halt auch an Technologien liefern kann in unsere tolle Industrie, die wir hier haben. Gut, danke schön für die Einsicht. Ja, wir hören, Konjunktur ist schwierig. Ralf Düssel, eine Frage an dich. Die Chemieindustrie ist ja gerade sehr im wettbewerbsintensiven Umfeld, auch international. Also wir können nicht nur auf Deutschland, auf Europa gucken. Die Chemie muss meistens in die Welt hinaussehen. Wie sieht es da aus? Und wir haben jetzt einiges über das derzeitige Umfeld gehört. Wie wirkt sich dieses Umfeld denn auf die Wettbewerbsfähigkeit deines Unternehmens und auch der Branche am Standort Deutschland aus? Und wie ist die Perspektive jetzt speziell für Deutschland? Ja, so richtig Sonnenschein kann ich jetzt auch nicht hier reinbringen. Im September quasi haben wir in Summe in der Chemie 2% weniger Umsatz als im Vorjahr. Also Schrumpfen der deutschen chemischen Industrie. Das ist bei Evonik genau das Gleiche, auch 2% weniger Umsatz. Und wir konzentrieren, wenn wir jetzt kurz auf Evonik schauen, eigentlich auf uns selbst, indem wir restrukturieren, Kosten reduzieren, Effizienz steigern. Wie es eigentlich jeder Konzern, glaube ich, in Deutschland in der Chemie gerade macht, um halt wettbewerbsfähig zu sein. Der Druck aus dem Ausland, insbesondere China, steigt signifikant. Da sind enorme Kapazitäten gebaut worden, die jetzt zunehmend nach Deutschland kommen. Und das merken wir halt auch. Das ist aber jetzt noch kein Grund, also ist natürlich ein Grund, sich intensiv damit zu beschäftigen, aber kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir müssen halt aus dem Standort, wie Michael gesagt hat, das herausholen, was er kann. Innovation. Und wir haben hier die Recyclingmesse. Kreislaufwirtschaft ist ein essentieller Punkt für unser Land und auch für unsere Firma. Wir haben vor rund 2 Wochen unsere 3 neuen Wachstumsfelder, Innovationswachstumsfelder definiert. Das ist Biotechnologie, das ist Energy Transition, aber das ist auch Circular Economy. Und wir haben verschiedenste kleine Pflanzen heute, wo wir schon Beispiele haben, wo wir Produkte im Kreis führen, wo wir Technologien haben. Vielleicht jetzt auch nochmal ein Beispiel aus Investitionen. Ich durfte vor rund 3 Wochen bei Lyondell Basel sein. Grundsteinlegung, chemisches Recycling. Das ist ein großes 3-stelliges Millioneninvestment in NRW. Das ist mutig, weil die Regulatorik noch nicht komplett klar ist, was chemische Recycling, Anerkennung, Massenbilanz angeht, was auch Definition von Strömen angeht. Das zeigt aber, solche Investitionen sind noch möglich. Große Firmen machen die. Was ich mir wünschen würde, um die Innovation noch weiter zu fördern, wir müssen weg von nur Pilotanlagen, wir müssen zu solchen Großanlagen, wir müssen aus der Forschung, die gefördert wird, wirklich auch Demonstrationsanlagen, Großanlagen durch die Regulatorik begleiten, sei es durch Quoten, dann im Prinzip auch fördern, aber auch durch Forschungsgelder. Und das insbesondere dann bei dieser Zwischengröße, dieses Valley of Death, wie kriegt man das überbrückt als Firma? Und da würde ich mir wünschen, dass wir da unsere Stärke halt auch nutzen und neue Technologien zur Förderung der Kreislaufwirtschaft nach vorne bringen.
aber Innovation einfach als Chance, vielleicht die einzige Chance, um halt aus dieser Misere rauszukommen. Gut. Ich möchte mich jetzt einem Brand-Owner zuwenden. Peter Cicok ist ja von Procter & Gamble. Wir sehen jetzt, wir haben ein schwieriges Kostenverhältnis von recht günstigen Neukunststoffen zu etwas teureren oder stärker teureren Rezyklaten. Wie wirkt sich das bei euch im Unternehmen, bei Procter & Gamble, auf die kreislaufwirtschaftlichen Ziele aus? Schreitet ihr da trotzdem noch voran oder wirft das eure kreislaufwirtschaftlichen Ziele zurück? Wir machen weiter, ganz klar. Wir haben unsere Ziele, wie jede Firma hat, Ambition 2030 nennen wir die und Net Zero 2040. Und die wollen wir erreichen, dafür stehen wir. Das haben wir unseren Konsumenten versprochen und da sind wir am Arbeiten. Und deswegen ist es gerade wichtig, in Partnerschaften zu investieren. Vertrauensvolle Partnerschaften, langfristige Verträge und dann klappt es auch. Viel wichtiger in dieser ganzen Diskussion ist aber, was ist die Qualität der Rezyklate? Ja. Und hier wird sehr engend geschaut, mechanisches Recycling. Wir haben gerade gehört, der chemische Recycling, Lendo Basel. Und das ist viel wichtiger. Für was wir stehen, ist die Technologieoffenheit. Weil wenn ich eine Verpackung habe, die nicht im Kontakt mit dem Produkt ist, dann soll ich das mechanisch Recycling machen. In dem Augenblick, wenn ich aber in sicherheitsrelevante Bereiche vom Auto gehe oder um Produkte, die im Hautkontakt sind, Medizin, eine Windel gehört auch dazu. Das Wichtigste, was eine Mutter hat in diesem Augenblick, das muss ein reiner Kunststoff sein. Da darf keine Verunreinigung, Schadstoffe drin sein, die beim mechanischen Recycling nicht rausgeholt werden können. Und deswegen stehen wir dafür, Technologieoffenheit. Es gibt nicht die eine Recycling-Technologie, um ein Rezyklat herzustellen, sondern die sind komplementär. Nachdem, wie hoch die Verschmutzung ist und was ich einsetzen will, daraus suche ich dann die Technologie. Und ein schönes Beispiel ist, wo wir dann gearbeitet haben, das lösungsmittelbasierte Recycling. Also, dass ich ein Polypropylen auflöse, die Lösung kann ich reinigen, ich fälle es wieder aus und kann damit die Qualität erhöhen. Das ist PureCycle, wir sind kein Recycler, wir sind kein Entsorger. Wir haben aber die Technologie entwickelt, haben damit ein Startup gegründet, das jetzt auch die erste Anlage in Europa bauen wird. Also, die Frage ist, Verfügbarkeit ja, aber für mich viel wichtiger, die Qualität des Rezyklats. Und Technologieoffenheit, aber darf es doch vielleicht auch langfristig dann doch der Regulierung, die dazu passt? Gehe ich da richtig, also ist das für euch entscheidend? Die Regulatoriken, vor allem die Rechtssicherheit. Die Rechtssicherheit. Dass wenn ein Länder Basel in 100.000 Tonnen Anlage investiert, dass die dann auch in Zukunft produzieren darf. Das sind dann so Schlagwörter End of Waste. Also darf ich einen Müll wieder in Verkehr bringen und ist das dann nur lokal von einem Regierungspräsidium wird das entschieden oder gibt es eine einheitliche Richtlinie? Nächstes Problem, da kommen wir vielleicht am Ende noch, Massenbilanzierung. Was ist die Startup-Phase? Wenn ich mal das Endziel komme, Defossilierung, weg vom Erdöl, dann ist klar, dann ist alles 100% recyceltes Material in meinen chemischen Großanlagen. Aber wie schaffe ich den Übergang dahin, kosteneffizient und auch in hohen Ausbeuten? Danke für die Einschätzung. Doch auch danke für dieses positive Bild. Trotz schwierigem Umfeld haltet ihr an euren Zielen fest. Also finde ich bewundernswert und das ist wahrscheinlich dieser Optimismus auch ein guter Treiber für die Kreislaufwirtschaft. Sonst wird es nicht gehen. Kreislaufwirtschaft ist ein Mindset, sagen wir schon. Ich muss es wollen. Wenn ich es nicht will, dann finde ich genug Gründe, es nicht zu machen. Aber wenn ich es will, dann muss ich halt Visionen haben und darauf arbeiten. Und dafür stehen wir. Dankeschön für diesen Optimismus. Jens Katze, bei MOCOM, ihr seid ja Kampagnierer. Ihr wollt oder bietet sogar für jedes konventionelle Primematerial auch eine Alternative, eine nachhaltige Alternative an. Also der Kunde kann sich's aussuchen. Ich sehe das so, dass es jetzt an dem Optimismus anknüpft. Das funktioniert, die Kreislaufwirtschaft, die nachhaltige Produktion. Habt ihr in der Tat dieses Spannungsfeld nachhaltige Produktion und Wettbewerbsfähigkeit schon überwunden oder müsst ihr doch noch einige schwere Schritte gehen? Ich wünschte, ich könnte mich hinstellen und einfach sagen, ja. Aber du hast, Alexander, gerade auch so ein bisschen gestockt. Es ist schon ein Ambitionsniveau, das wir da kommunizieren. Wir wollen dahin. Noch tun wir das nicht. Wir haben für viele unserer Produkte schon auch nachhaltige Alternativen im Portfolio, sogar für sicherheitsrelevante Bauteile im Auto. Auch das ist jetzt schon möglich. Die kommerzielle Sicht darauf ist sehr, sehr schwierig. Wenn wir in Phasen sind wie in den letzten anderthalb Jahren, sehen wir, dass die Nachfrage nach unseren nachhaltigen Produkten signifikant runtergegangen ist, was ein eindeutiges Indiz ist,
dass wir dort viele Preiskäufer hatten. Die haben das gekauft, weil es günstiger war. Und sobald die Neuware günstiger ist, und das ist sie seit anderthalb Jahren, weil wir einfach in der Nachfrageschwäche sind, die hier schon beschrieben wurde, haben wir keine Chance mehr, preislich dagegen anzukommen. Wenn wir über die Skalierung sprechen, wird das Ganze noch mal schwieriger. Wir bewegen uns im Feld der technischen Kunststoffe. Und das bedeutet, dass wir nicht nur die technologischen Schritte der Sortierung, Aufbearbeitung und so haben, sondern wir müssen unsere Warenströme genau anschauen. Welche Warenströme kann ich zugreifen? Und da sind wir sehr limitiert. Tatsächlich, man sieht immer diese Bilder von irgendwelchen Kunststoffinseln irgendwo auf dem Ozean. De facto fehlt uns Recyclern, ich bin gespannt gleich auf die Sicht auf uns Recyclern in Deutschland, fehlt der Rohstoff in absehbarer Zeit. Von den Autos, die in Deutschland abgemeldet werden pro Jahr, 2,5 Millionen sind es ungefähr, landen nur 500.000 bei den offiziellen Verwertungsstellen. 80% meines Rohstoffes hat das Land verlassen, ist nicht mehr zugreifbar für mich. Dann kann ich keinen Kreislauf herstellen, selbst wenn ich kein Wachstum haben wollen würde, weil ich die 100% nie erreichen kann, wenn ich 80% Drain habe. Und das sind Punkte, an denen wir arbeiten müssen. Regulatorisch ist es uns zurzeit sehr, sehr schwer bis unmöglich, dieses Material wieder zurückzubekommen. Also auch da ist die Bürokratie und die Regulatorik, die gut gemeint ist, in dem Fall eher hinderlich teilweise. Aber wir zeigen immer wieder an guten Beispielen, dass es machbar ist. Wir müssen in diese Skalierung kommen, dafür müssen ein paar Sachen noch bewegt werden. Und wir investieren sogar. Allerdings haben wir das in diesem Fall dieses Jahr nicht an unserem Standort in NRW gemacht, sondern in Sachsen-Anhalt. Tatsächlich, weil die Bedingungen da auch etwas besser waren. Gut, danke schön für die Einschätzung. Christian Hünken, Christian, du bist erfahrener Recycler. Wir haben eben gehört von Jens, es ist problematisch, wenn die Neuware billiger ist als das Rezyklat. Das ist halt sehr häufig der Fall in den letzten Monaten, in der letzten Zeit. Für Unternehmen, wie du eins hast, wie könnt ihr noch in diesem Marktumfeld bestehen und wie wirkt das sich auf die Zukunftsfähigkeit deiner Branche aus? Ja, also erstmal auch vielen Dank nochmal für die Einladung und hier sprechen zu können. Also wir als Unternehmen mit 75-jähriger Geschäftshistorie, genau, freuen uns natürlich, dass wir in diesem Recyclingmarkt aktiv sein können, aber für uns gelingt es nur, weil wir einfach vertikal integriert sind. Vertikal integriert bedeutet, dass wir den Abfall bei uns direkt im Abfallgemisch sortieren, das heißt 4 Millionen Einwohner, für die wir zuständig sind und deren gelbe Säcke, gelbe Tonnen Material wir in die Feinfraktion an unserem Standort sortieren und dann eben direkt ins Recycling im Anschluss hineinbringen. Nicht alles, ja, aber den Großteil. Und so können wir dann im Anschluss Granulate, Agglomerate herstellen, beispielsweise für die Chemieindustrie, die dann Versuche daraus herstellt, noch im kleinen Stadium. Daran sind wir auch beteiligt gewesen. Man denke an den Cracker in Sabik, in Glehn. Man denke auch an Shell. Das sind alles auch Projekte, die mit unserem Material gelaufen sind, aber eben Granulate, die beispielsweise in Holz- und Betonersatzprodukte hineingehen können. Dazu fehlt natürlich zurzeit der Absatz. Wir forschen auch gemeinsam, unter anderem mit Procter & Gamble und der Holy Grail Einheit dazu, Verpackungen wieder in Verpackungen bringen zu können. Das ist sehr aufwendig und man muss sich auch die Frage stellen, was ist denn die Konsequenz daraus? Weil wir haben eben gehört, dass zum einen die Stoßstangen aus Deutschland weggehen und dort der Rohstoff fehlt. Und dann hören wir aber auch, dass wenn wir aus der Verpackung wieder in die Verpackung gehen, dass dann dem Blumentopfhersteller das Granulat fehlt, um den Blumentopf herzustellen. Und dann haben wir es geschafft, dass wir vielleicht aus der Wurstverpackung wieder eine Wurstverpackung machen können. Aber der Blumentopfhersteller muss dann aufwendig oder
wieder Virgin-Material einsetzen. Und das ist, glaube ich, nicht das Ziel, wo wir hinwollen, politisch. Und ja, für unser Unternehmen heißt es weiter, technologieoffen zu sein, langjährige Partnerschaften zu pflegen, weiter auszubauen. Und ja, so können wir in diesem schwierigen Marktumfeld bestehen. Also Innovation, Partnerschaften, Technologieoffenheit, wichtige Stichworte für die Zukunftsfähigkeit. Genau. Super. Ja, ich möchte nochmal, Alexander, auf dich zurückkommen, mein Namensvetter. Deine Unternehmen, die du vertrittst, die müssen ja die Ziele des Green Deals erfüllen. Ich weiß aber, sie stehen auch dahinter, sie wollen diese erfüllen. Aber wie nehmen Sie die Situation in der Wirtschaft, wie nimmst du die Situation in der Wirtschaft da? Wir haben einerseits gehört, ja, man will, es ist eine Frage des Mindsets, die Kreislaufwirtschaft. Wir haben aber die schwierigen konjunkturellen Bedingungen im Moment. Schließen sich aus deiner Verbandssicht und für die Unternehmen, die du vertrittst, Ökologie und Ökonomie im Moment gegenseitig aus? Also, erstens ist ja für uns als Dachverband, also bei uns sind 129 Verbände Mitglied, ist völlig klar, dass wir in Deutschland nur langfristig eine Perspektive haben als Industriestandort, wenn wir es schaffen, die Kreisläufe zu schließen. So, weil wir sind ein rohstoffarmes Land. Wir sehen, was andere Teile der Welt machen, wenn sie realisieren, wie abhängig wir von ihnen sind und sich selber gut gebrauchen können. Von daher müssen wir das auf allen Ebenen hinkriegen. Ist das leicht? Nein. Es scheitert, eben ist schon das Ende der Abfalleigenschaft angesprochen worden. Das ist etwas, was ich sehr konkret in der Papierindustrie sehe, wo wir da immer wieder Probleme haben, das aus dem Abfallregime rauszukriegen. Haben wir jetzt in Nordrhein-Westfalen, gibt es dafür eine Erlasslösung. Ich wäre froh, wenn wir das auch breiter hinkriegen würden. Zum Green Deal oder zu den Rahmenbedingungen. Gut gemeint und gut gemacht sind zwei Paar Schuhe. Und das merken wir momentan auf brutale Art und Weise. Weil natürlich, wenn man sich anschaut, was bietet der IRA in den USA, da wird ein Klimaziel gesetzt und gesagt, so, wer erreicht das? Und der das am günstigsten erreicht, unter Einhaltung weniger Rahmenbedingungen, der macht's. Und wir sind mehr dabei zu sagen, also für die Gießereiindustrie, glaube ich, ist dieser Technologiepfad der richtige. Und wer in diesen Technologiepfad rein investiert, der könnte 23 Anträge ausgefüllt und genehmigt vorausgesetzt Geld bekommen. Und das ist die Schwierigkeit, die wir erleben, dass es bei uns hyperkomplex ist. Und es geht auf lange Sicht nur zusammen, Ökonomie und Ökologie. Wir stehen zu allen Klimazielen von Paris runter, von den Pariser Klimaschutzzielen runtergebrochen, bis zu dem, was im Land gilt. Aber die wichtige Frage ist doch, was brauchen wir an Rahmenbedingungen, damit wir es auch erreichen können? Und ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. Wenn ich ein Unternehmen habe, was habe ich üblicherweise, also die chemische Industrie hat ein paar mehr Anschlüsse, aber so das normale Unternehmen, was kriegt es auf den Hof? Frischwasser, Abwasser, idealerweise eine Glasfaserleitung, Strom und Gas. So, und wenn ich am normalen, nicht am Fernleitungsnetz dranhänge, sondern am normalen Verteilnetz vor Ort, ist nicht klar, wie lange kann ich eigentlich noch Gas beziehen. Und wann der Wasserstoff über dieses Netz reinkommt, über das, also nicht über das Bundesnetz, sondern über das normale Verteilnetz, völlig unklar. Das heißt, wenn ich für mich in die Richtung gehe, wie ich weiß, ich brauche weiterhin Prozesswärme in der Qualität, wie ich es nur mit Wasserstoff hinkriege. Check. Dann muss ich doch wissen, wann kann ich denn damit rechnen, oder wann muss ich den Antrag stellen, um diese Investition rechtzeitig fertig zu haben, wenn der Anschluss kommt. Ist momentan völlig unklar. Die Stadtwerke sind komplett überfordert mit der Frage, wie viel ist ihr kommunales Netz eigentlich noch wert? Müssen wir das technisch irgendwie ausrüsten, dass wir auf ein Wasserstoffderivat umsteigen können? Und was machen wir eigentlich mit den Industrieanschlüssen, wenn der Privatverbraucher das alles, weil er auf die Wärmepumpe in der Regel umsteigt, das Gas gar nicht mehr braucht? Das sind so ganz, so absolute Kernfragen, ganz praktisch, wo man merkt, dass Ökonomie, Ökologie, jeder sagt, das müssen wir verbinden, aber wir müssen es verdammt nochmal auch so machen, dass man es kann. Und da mache ich mir Sorgen um unsere industriellen Kerne jenseits der Rhein-Ruhr-Schiene, in Südwestfalen, in Ostwestfalen-Lippe und im Münsterland, weil die sind nicht an dem Wasserstoffkernnetz dran. Und
Ja, da bin ich in Sorge und hochgespannt, was die EU-Kommission jetzt sich für diese Amtszeit vornimmt, um mehr die Leitplanken zu setzen und nicht kleinteilig technologisch den Weg vorzugeben. Also auch weniger Micromanagement in der Regulierung. Große Linien und weniger Micromanagement. Genau, das Ziel vorgeben, nicht den Weg. Ja. Ja, Manfred Renner, wir haben jetzt einige Sorgen gehört aus der Wirtschaft, aber auch einige Impulse, wie man nach vorne kommen kann. Was sind denn jetzt aus Sicht der Wissenschaft so 2, 3 wesentliche Maßnahmen, um die Nachhaltigkeit mit Wettbewerbsfähigkeit zu verbinden? Maßnahmen aus der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie oder ganz allgemein? Also ich glaube, ein ganz elementarer Punkt ist, dass ich so schnell wie möglich definiere, welche Parameter bleiben fest und welche möchte ich verändern. Also wenn ich zum Beispiel unsere Tonnenlogik behalten möchte, also wie sammeln wir und wie sortieren wir, dann muss ich einmal festhalten, dass ich das so mache. Und wenn das Müllfahrzeug so bleiben soll, wie das Müllfahrzeug jetzt ist, im Status quo, dann sollte das auch definiert werden. Ich bin bei vielen Diskussionsrunden, wo immer wieder alle Parameter aufgemacht werden und in verschiedenen losen Strängen alles parallel diskutiert wird. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich, um zu der Verlässlichkeit zu kommen und Investitionsverlässlichkeit auch zu kommen, worauf dann auch nur Innovationen basieren können, festhalten, was sind die Dinge, an die wir als Gesetz sehen und die auch so bleiben, zumindest für einen Zeitraum von beispielsweise 15 Jahren. Und was sind die Dinge, an denen dann halt lösungsoffen auch wirklich Richtung Ziel optimiert werden kann. Ich glaube, wenn wir in das kommen und wenn wir relativ schnell eine Vereinheitlichung von dem, was wir in Deutschland diskutieren und dem, was wir mindestens als Europa, als Bilanzraum brauchen, wenn uns das gelingen sollte, dann ist da wirklich ganz, ganz viel geschafft. Na, ich mache mir halt derzeit große Sorgen, in welcher Geschwindigkeit wir das schaffen. Das zweite Thema ist so ein bisschen Kreislaufwirtschaft und die Resilienz. Also Resilienz ist ein Wort, was relativ häufig dann genannt wird. Jetzt haben wir unglaublich gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir praktisch von über die letzten Jahrhunderte, was wir von der Globalisierung, wie wir partizipieren konnten und was die tollen Dinge sind, wenn man verteilt arbeitet, wenn nicht jede Kommune alles selber können muss. So, jetzt höre ich relativ oft in letzter Zeit das Wort Resilienz und die Frage wird aber relativ, also wird eigentlich gar nicht beantwortet. Resilient sein in was? Also was wollen wir denn selber können? Und wenn wir definiert haben, was wir selber können wollen und welche Materialien wir praktisch auch selber hosten wollen, das wäre natürlich ein nächster großer Schritt. Während der Corona-Pandemie war zum Beispiel das Thema, welche Medikamente wollen wir demnächst wieder selber herstellen können. So jetzt, nach der Pandemie, die großen Pharmawerke, die hier gebaut werden, habe ich zumindest noch nicht gesehen, auch nicht in der Genehmigung, sondern wir importieren weiterhin halt viele Pharmazeutika aus Indien und aus anderen Teilen, weil wir ein globales System aufgebaut haben, was sehr sinnvoll ist, unter dem Aspekt Kosten. Kosten nutzen und globale Lieferketten. Und dementsprechend auch da ist für mich ein ganz elementarer Punkt, wo wollen wir resilient sein, was wollen wir selber können und wo zählen wir weiterhin auf einen globalen Markt, sowohl was die Lieferkette in unsere Richtung angeht, wie auch der Strom unserer unglaublich tollen Produkte, die wir automatisiert herstellen aufgrund unserer hohen Lohnnebenkosten. Da haben wir über die letzten Jahrzehnte ja ein System aufgebaut, das es uns ermöglicht, mit nur 80 Millionen Menschen eine der größten Volkswirtschaften dieses Planeten zu sein. Das heißt, was ist jetzt der nächste Schritt? Na, und auch da kann ich wieder zum Ende nur sagen, wenn wir die Fragen beantwortet haben, ich glaube, die gemeinschaftliche Forschung und Innovation, das voranzutreiben, bietet unglaubliche Möglichkeiten. Wir müssen sie nur gehen, um dann die Welt davon zu überzeugen, dass unsere technologischen Lösungen auch woanders anwendbar sind. Dankeschön. Ja, Ralf, noch eine Frage an dich. Evonik als Fein- und Spezialchemikalienhersteller ist ja in einem extrem starken Innovationsdruck. Du hast auch vorhin identifiziert, Innovation ist ein Schlüssel auch für die Kreislaufwirtschaft. Was sind denn im Moment aus deiner Sicht Treiber oder auch Hindernisse, um das Geschäftsinteresse an Innovation mit einer flächendeckenden Kreislaufwirtschaft zu verbinden? Ja, vielleicht fange ich auch dann erstmal etwas größer an. Ich freue mich ja, wenn Chemie, Kunststoffe als Lösung, als Enabler der Transformation gesehen werden. Oft gibt es ja dann doch ein bisschen Chemie-Bashing, Kunststoff, sagen wir mal, wird in Frage gestellt, ob der Notwendigkeit. Ich glaube, hier sind wir davon überzeugt, wir brauchen Kunststoffe.
Wir müssen verhindern, dass sie in die Meere gelangen. Wir brauchen entsprechende Abfallsysteme. Aber ich glaube, von der Politik, von der Gesellschaft erstmal eine gewisse Unterstützung. Chemie, Kunststoffe brauchen wir als Rückgrat unserer Gesellschaft auch. Und da müssen wir auch innovieren. Ich glaube, das wäre so ein Framework. Ich habe schon das Gefühl, dass in der Politik da ein gewisser Wandel passiert über die letzten vielleicht das letzte Halbjahr, wo auch mehr Industrie im Vordergrund ist, auf europäischer Ebene kommt. Aber das wäre, glaube ich, erstmal so ein Rahmen. Was vorhin schon kam, für uns sehr wichtig sind Partnerschaften. Wir werden alleine Kreislaufwirtschaft, wir werden alleine Innovation nicht schaffen. Sieht mal dran, wenn wir was umformulieren, wenn wir Produkte ausformulieren, das ist jahrelange Arbeit mit Partnern vorher, das zu entwickeln. Aber genauso, wenn wir was Neues machen. Das ist jahrelange gemeinschaftliche Arbeit. Wir haben ein größeres Projekt laufen, Polyurethan-Recycling, Matratzen. Auch mit einem großen Recycling-Unternehmen, dass er dann die Logistik organisiert, wir die chemische Expertise, wie kann man Matratzen wieder in die Rohstoffe zurückversetzen und da dann wieder Matratzen draus machen oder andere hochwertige Rohstoffe. Also da ist bei uns, glaube ich, mit Sicherheit dann wichtig, und das sind wir, eine Offenheit, das ist auch immer ein Risiko, so eine Partnerschaft. Man teilt Wissen, man balanciert immer so ein bisschen, wer hat welche Rolle in dem Spiel. Aber ich glaube, die brauchen wir, so eine Offenheit für Partnerschaften. Und da sind wir auch gerne bereit, die einzugehen, die zu unterstützen. Und das Letzte wäre dann jetzt nochmal ein gewisser regulatorischer Rahmen, damit sich das auch lohnt. Das eine habe ich schon angesprochen, Förderung bei Investitionen und neuen Technologien. Das andere, wir unterstützen schon als Kunststoffindustrie und auch Evonik, dass es Recyclingquoten gibt, dass Recyclingquoten noch stringenter werden, damit auch ein regulatorischer Druck auf uns alle, auf die Bevölkerung, für Recycling kommt. Und da sind wir auf einem gewissen Weg, auf europäischer, auf deutscher Ebene. Aber da würde ich mir wünschen, wenn wir da klare Signale hätten, weil dann kann man auch Businesspläne kreieren, die sich rechnen. Das ist heute relativ schwierig, sagen wir mal, einen Businessplan aufzustellen, wo einfach viel unklar ist und wo aktuell halt Virgin-Material günstiger ist. Damit wird man schwerlich einen Businessplan. Das wären so drei Themen. Die Offenheit, die Partnerschaften und dann die Unterstützung und Regulatorik. Dankeschön, Ralf. Noch eine Frage an dich, Peter, Procter & Gamble. Du hast ja gesagt, ihr geht konsequent den Weg der Kreislaufwirtschaft, auch unter Schwierigkeiten. Gibt denn der Entwurf der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie, gibt die richtigen Impulse, diesen Weg zu gehen? Sind da die richtigen Maßnahmen drin? Treibt das auch bei euch im Unternehmen die Kreislaufwirtschaft voran, wenn diese Maßnahmen umgesetzt werden? Oder mal ganz konkretes Beispiel sind Recyclingzertifikate. Die werden ja vorgeschlagen in der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie. Ist das vielleicht ein Weg, auch um Kreislaufwirtschaft voranzutreiben? Die kurze Antwort, schwieriges Thema. Die längere Antwort, was wollen wir erreichen? Ich glaube, da müssen wir uns erstmal einig werden. Und was wir wollen, ist, glaube ich, wir wollen vom Erdöl weg, Defossilierung. Wir brauchen aber Kohlenstoff. Und die Frage ist, wie bekommen wir den Kohlenstoff in der Qualität, wo wir ihn einsetzen wollen? Zertifikatehandel ist, glaube ich, nicht eine Lösung. Das Problem ist, was ich vorhin schon gesagt habe, ich brauche ein Rezyklat in einer hochwertigen Qualität. Und für mich ergibt das keinen Sinn, ein mechanisches Recycling zu machen, also in eher niederschwelligen Qualität zu recyceln und dann dieses Zertifikat auf ein hochwertiges Produkt zu übertragen, das auf Erdöl basiert. Damit führe ich keine Kreislaufwirtschaft ein. Damit schaffe ich die falschen Anreize sogar, dass ich mehr ins mechanische Recyceln gehe, anstatt technologieoffen in die verschiedensten Methoden entwickle und schaue, wie bekomme ich die hochwertigen Rezyklate. Das heißt, für mich ist immer die Frage, wie stark ist mein Müll, mein Kunststoff verschmutzt und was muss ich mit dem machen, um ihn in der vorhergesehenen Anwendung aufzureinigen. Wenn ich die transparente PET-Wasserflasche habe, wo nur Wasser drin war, die sollte ich mechanisch recyceln, keine Frage. Wenn ich eine Flasche habe, wo ein Waschmittel drin ist und wenn da jetzt ein paar Schadstoffe drin sind, die werden wieder ausgewaschen, kein Problem. Aber wenn ich dann in die Anwendung gehe, wo wirklich absolut keine
Verschmutzungen drin sein dürfen, dann komme ich mit mechanischem Recycling an die Limitierung. Und dann einen Zertifikatehandel zu machen und per Geld das auf ein erdölbasiertes Produkt zu übertragen, das ist, glaube ich, die falsche Lösung. Sondern da würde ich mir wünschen, dass die Kreislaufwirtschaftsstrategie wirklich die Rahmenbedingungen setzt, Regulatorik, dass wer in dieses chemische Recycling investiert, dann entsprechend auch die Sicherheit hat, das betreiben zu können und vermarkten zu dürfen. Ganz lieben Dank für die offene Antwort. Jens Katze, Jens, dein Unternehmen bietet ja neben der Verwendung von Post-Consumer-Rezyklat auch Post-Industrial-Rezyklat an, beziehungsweise es wird angewandt, um Kreislaufwirtschaft zu betreiben. Jetzt sehen wir aber in der europäischen Regulierung, dass beispielsweise in der Verpackungsverordnung dort ausschließlich Post-Consumer-Rezyklat angereizt wird. Die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie, die folgt jetzt diesem Trend, also will Zielsetzungen haben für den Einsatz von Post-Consumer-Rezyklat. Greift jetzt gerade aus deiner Situation heraus, aus deiner unternehmerischen Situation heraus, hier die Politik zu kurz, indem sie sich fokussiert auf ein bestimmtes Segment von Rezyklaten? Ein ganz glasklares Ja. Ich will es auch begründen. Wir reden über Qualitäten, die wir brauchen. Wir reden über Vereinbarkeit von Ökonomie und Ökologie. Wir reden über Technologien, die wir dazwischen brauchen und sagen, wir reden auch darüber, was ist eigentlich unser Ziel? Ja? Und wenn wir mal annehmen, unser Ziel auf der ökologischen Seite ist, dass wir den Kohlenstofffußabdruck reduzieren wollen. Warum wollen wir da einen Abfallstrom ignorieren und sagen, nee, der geht in die Verbrennung und noch dabei den qualitativ höchstwertigen? Ich finde keinen besseren Abfallstrom als Post-Industrial. Meine Vermutung ist, dass die Regulatorik das deshalb macht, weil sie Angst hat, dass on purpose, also absichtlich Abfall produziert wird, um den im Kreislauf zu drehen und Quoten zu erreichen. Aber Entschuldigung, jetzt beißt sich doch die Katze in den Schwanz. Das ist doch völlig absurd. Also ich gebe absichtlich das Beste, was ich habe, lasse ich außen vor, weil ich Angst habe, dass es missbraucht werden könnte, da muss ich doch clevere Lösungen für finden. Also ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Also für dich noch eine offene Baustelle in der Diskussion? Ganz, ganz klar, es sollte keine Baustelle sein. Ich wundere mich immer wieder, dass wir über sowas diskutieren müssen. Ich frage mich, wer das einfach nicht verstanden hat. Also es ist völlig weltfremd. Danke für die offene Antwort. Ich habe noch eine abschließende Frage an Christian. Christian, du bist Experte und Praktiker im Recycling. Wir sammeln und sortieren jetzt als Voraussetzung für das Recycling im Verpackungsbereich seit vielen Jahren. Wir haben den gelben Sack, wir haben die dualen Systeme. Das hat ja zweifellos auch viel angeschoben in der Kreislaufwirtschaft. Trotzdem, nach vielen Jahren, aus deiner heutigen Sicht, ist das die Art, wie wir sammeln und sortieren, heute noch zeitgemäß? Müssen wir was anderes überlegen? Müssen wir uns weitere Maßnahmen überlegen? Und vor allem, wie können wir die Verbraucher da noch mitnehmen, damit wir sie nicht überfordern? Also, das ist jetzt ein sehr breit gefächertes Thema. Und ich sage ganz klar, so wie es aktuell ist, kann es eigentlich nicht weitergehen. Wir haben die dualen Systeme und in dieser Sammlung muss man sich einfach mal vor Augen führen, dass wir über die Inverkehrbringer eine Menge von 1,6 Millionen Tonnen pro Jahr circa messen. Tatsächlich sammeln wir aber über das System der gelben Tonne und des gelben Sacks circa 2,6 Millionen Tonnen. Das ist also eine Tonne mehr als wie lizenziert, also sprich, dafür ist kein Entgelt bezahlt worden. Jetzt sammeln wir natürlich nicht nur Kunststoffe in Form von Wäschekörben oder Blumentöpfen, sondern wir sammeln natürlich auch dann Textilien, Holz, Schaumstoff, Matratzen, alles, was da so nicht hineingehört. Tatsächlich konzentrieren wir uns aber in unserer Sortieranlage auf diese Wertstoffe, wenn wir über Kunststoffe sprechen, PE, PP, PET. Das sind also die Kernwerkstoffe, mit denen wir arbeiten. Und wir stellen einfach fest, dass wir natürlich zum einen Materialien einsammeln, die gar nicht da reingehören. Umgekehrt verlieren wir aber auch, denken wir an unser Badezimmer zu Hause, wo vielleicht viele Hygieneartikel dann nachher im Hygienebehälter, der in der Restmülltonne und unsortiert
in die Müllverbrennungsanlagen hineingeht, landet. Also das heißt, wir verlieren auch einen ganzen Anteil an hochwertigen Wertstoffartikeln. Und wir wollen einfach dafür werben, dass wir diese Definition Wertstoff vergrößern. Ja, also wer sagt denn, dass im gelben Sack oder in der Wertstofftonne nur PE und PP ein Wertstoffartikel ist, sondern die Matratze kann genauso ein Wertstoffartikel sein, wenn ich eine entsprechende Nachfrage dafür hinten raus entwickeln kann. Die Windel, die ich vielleicht als Fehlwurf in der gelben Tonne habe, ja, kann ich auch gezielt vielleicht in ein Recycling bringen. Und wir wissen ja, dass es da entsprechende Pilotanlagen gab, ja, die betrieben wurden. Es ist immer ein Thema Angebot und Nachfrage. Und natürlich muss man sagen, dass ein Matratzenrecycler natürlich viel mehr oder viel lieber aus Sperrmüllgemischen sich großstückige Matratzen heraussortiert und dann einem Recycling zuführt. Aber wir müssen auch dafür werben, eben über alle Bereiche. Hinter jeder Tür muss man gucken, ja, wo befindet sich noch Wertstoff. Und dafür reicht es einfach nicht, wenn wir mit den dualen Systemen in der vorhandenen Umgebung weiterarbeiten, weil die dualen Systeme sind kostenoptimiert. Es ist keine Innovation. Paragraph 21 Verpackungsgesetz kommt faktisch nicht zu tragen. Design for Recycling. Wir beraten natürlich große, namhafte Unternehmen auch bei der Entsorgung von oder bei der Lizenzierung ihrer Verpackungen. Aber am Ende ist immer auch das Thema Marketing, Wiedererkennung einer Verpackung im Regal hat einen ganz hohen Stellenwert. Ja, wenn Recycling Geld kostet und am Ende aber dann so und so viel Marktanteil kostet, dann wird man sich dreimal überlegen, ob man dann vielleicht die Verpackung umstellt. Ja, und das sind alles Themen, da brauchen wir die richtigen Guidelines der Politik, die Unterstützung und ja, wie Sie schon sagen, ja, die nächsten zwei Jahre wird nichts passieren. Uns ist ja schon fast die politische Farbe egal, hätte ich jetzt fast gesagt. Wir brauchen einfach Konstanz, ja, in dem, was da in Berlin ist. Ja. Und das ist einfach etwas, wo wir der Meinung sind, auch steigende Recyclingquoten, wenn man sie hätte, würde man sie auch erfüllen können. Denn wir als Sortieranlagen oder Recycler, wir sind nur wie Turnierpferde. Wir springen nur so hoch, wie uns die vertragliche Quote bezahlt wird. Danach stellt sich für uns immer die Frage, ist Verbrennen günstiger? Dann wird es verbrannt. Und das ist eine Situation, die ist eigentlich nicht mehr tragbar. Wenn es gesetzlich vorgeschrieben wird, dann haben alle die gleichen Spielregeln und dann kann es ökologisch vorteilhaft werden für unsere Gesellschaft. Ganz lieben Dank für diese Einsicht. Ich habe nun meine ganzen Fragen gestellt. Ich möchte Ihnen im Publikum nochmal die Gelegenheit geben. Gibt es im Publikum Fragen an unsere Diskussionsteilnehmer? Keine Fragen, dann würde ich versuchen, das ein bisschen zusammenzufassen. Wir haben heute viel gehört über Innovation als Schlüssel, über Mindset, dass Kreislaufwirtschaft auch ein Mindset ist. Also wir brauchen das Mindset, müssen uns dazu bekennen, um das auch vorantreiben zu können. Wir brauchen Partnerschaften, wir brauchen aber auch Technologieoffenheit und die Regulierung dazu und für die Regulierung auch Verlässlichkeit und Rechtssicherheit. Also wir müssen wissen als Investoren, wie die Bedingungen in 4-5 Jahren sind, wie die Rechtsbedingungen in 4-5 Jahren sind, um wirklich eine große Investition, wie sie für die Kreislaufwirtschaft notwendig ist, tätigen zu können. Das ist jetzt mal in ganz kurzer Form die heutige Diskussion zusammengefasst. Mir war es eine große Freude, mit euch zu diskutieren. Ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart und einen herzlichen Applaus.